Menno, schon wieder. Warum passiert mir das in letzter Zeit so oft? Was ist hier los? Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, heute habe ich für dich einen Douglas Haul. Ihr kennt das von mir, wenn ich bei Douglas bestelle, kommt alles auch immer in schönen Geschenkverpackungen, weil ich das so gerne mag und das alles irgendwie wie Weihnachten und Geburtstag ist, wenn man sich selber beschenkt quasi. Ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und wenn du wissen möchtest, wie ich dieses Augen-Make-up geschminkt habe, dann schau einfach bei meinem letzten Video vorbei. Das verlinke ich dir hier oben mal. Ja, da habe ich nämlich eine wunder, wunder, wundervolle Lidschattenpalette ausprobiert. Wow, der Hammer. Das Ungetüm, was ich heute mit euch auspacken werde, ist ungefähr so groß wie ich, wenn ich mich klein mache. Ja, es ist riesig. ja. Es passt nicht mal ansatzweise ins Bild. Aber wir schaffen das schon, ne? So, ich habe mir gedacht, ich packe das mal alles so hinter mich. Das sieht doch irgendwie auch ganz hübsch aus, ne? ja, fangen wir mit dem ersten an. Wer mein Adventskalender-Ranking-Video gesehen hat, hat auch wahrscheinlich mitbekommen, was ich vorhabe, mir zu kaufen. Deswegen war das Paket halt auch so groß wahrscheinlich, ne? Und zwar habe ich mir einfach nochmal im Sale den Douglas Adventskalender geholt, weil hier einfach Produkte in einem mega hohen Wert drin sind. Und das Ungetüm hat 19,99 € gekostet. Für den Wert der Produkte, den ich euch jetzt auch nochmal einblende, ist das ein Ultraschnapp. Wer kann da Nein sagen, ne? Ich nicht. Ja, und jetzt wird es eine kleine Überraschung auch für mich geben, was sich in welcher Packung versteckt. Fangen wir mit dieser an, die ist so schön groß und auch schon kaputt. Ich habe es aktuell auch irgendwie mit kaputten Verpackungen, ne? Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich da so ein kleines Problemchen. Normalerweise bewahre ich die Verpackung dann ja auch immer auf und benutze die dann immer weiter als Geschenkverpackung. Kann ich bei dem hier eigentlich auch machen, wenn ich da einfach oben was drüber klebe. Das sieht man dann auch nicht mehr. Einen schönen Sticker oder sowas drüber, dann fällt das gar nicht mehr so auf. So, in diesem Paket war drin. Nein. Irgendwas ist ausgelaufen. Meine Güte, ich hab's auch echt zur Zeit mit den kaputten Produkten. Das ärgert mich schon wieder. Aber es riecht wenigstens gut raus, ne? Wird dann schnell benutzt. Egal. Das ist ein Douglas Collection Set gewesen. Eigentlich wollte ich das als Geschenkset verwenden, aber jetzt ist ja irgendwas ausgelaufen. Und ich denke, dass es dieses Bubble Bath ist. Und das ist natürlich das Blödeste von allen, weil gerade das wollte ich weiter verschenken. Big Fail. Schön, wir beginnen also mit einem Fail. Aber egal. Ich hatte einfach, ja, Lust auf dieses Set. Ich fand das mega schön. Hätte das ultra gerne dann demnächst mal weiter verschenkt. Aber es ist ausgelaufen. Also, ich denke, dass ich das reklamieren werde, weil das geht ja gar nicht. Das ärgert mich. Das finde ich blöd. Hoffnungsvoll mache ich weiter mit dem nächsten. Und da drin habe ich ein kleines Kosmetiktäschchen, da steht drauf Beauty Everywhere. Das kann man jetzt nicht so gut lesen, weil da noch so eine pinke Folie drüber ist. Wenn ich näher komme, scheint das durch. Das wollte ich für, ja, kleine Geschenke verwenden. War auch reduziert und ja, fand ich eigentlich ganz cool, dass man das dann auch so als kleines Geschenktäschchen einfach nehmen kann. Ach so, die beiden Gratisproben, die ich mir ausgesucht hatte, ist einmal von Dior, das J'adore, das Eau de Parfum, weil ich ja nicht genug Parfumproben habe, aber was soll's. Das wollte ich auf jeden Fall mal austesten. Und dann habe ich hier noch drin von Cartier Déclaration. Ja, auch das wollte ich einfach mal ausprobieren. Sind beides halt so Pumpspender, fand ich ganz süß. Die kann man dann ganz gut mitnehmen für unterwegs. Ja. Und natürlich habe ich auch wie immer noch eine Karte mitbestellt. Die ist ja auch dann gratis mit dabei. Kannst du anklicken. A beautiful surprise for you. Ist immer ganz süß. Kann man immer schön dann, ja, wenn man irgendwas verschenkt, mit dazulegen. Das nächste Päckchen. Ja, und auch hier habe ich ein kleines Kosmetiktäschchen mit drin. Da steht Beauty Adventures drauf. Und das fand ich auch ganz süß. Das ist türkis. Das kann man dann gegebenenfalls auch noch verwenden für einen Mann zum Beispiel. Ja, das fand ich ganz cool. Hier haben wir ein etwas flacheres Päckchen drin. Und hier habe ich drin eine Facial Mask von Botanic Fiber with
Chocolate, Mulberry and Honey. Also wenn die nicht mit musste, dann weiß ich es auch nicht, oder? Die ist doch einfach hübsch. Da kann ich nicht nein sagen. Das ist mit Unicorn Glow. Und das ist ein Ultra-Kakao wahrscheinlich hier mit Marshmallows und Süßigkeiten und einem Einhorn und Regenbogen und Sternchen und Verpackungsopfer. Das nächste Päckchen. Auch hier haben wir eine ziemlich geile Maske. Cleanses, Tones and Moisturizes für Dream Skin. Und guckt euch diesen Kuchen an. Wer kann so einen Kuchen backen? Ich würde sowas gerne backen können. Oder so eine Torte vielmehr. Kann ich aber nicht. Muss ich noch lernen. Ja, Wahnsinn. Und ja. Von Biobel sind die Masken übrigens. Richtig geil. Berry with Berry Complex, Matcha Tea and Apple Fruit Acid. Wahnsinnig toll. Also wenn die Masken jetzt auch wirklich so schön aussehen wie bei der Lady hier oben, dann läuft das, ne? Hier kommt das nächste. Und hier habe ich wieder von Noobs so ein Make-up-Täschchen gefunden. Da soll drin sein. Im Prinzip alles, was man so als Braut braucht oder wie auch immer. Und da sind drin Fleckenentferner, Tücher, Nagellackentferner, Tücher, eine Nagelfeile, eine Handcreme, ein Mini-Nähset und ein mattierendes Löschpapier. Und Leute, das fand ich so süß. Dann ist da auch noch, sind da auch noch Erfrischungstücher mit drin und ein blaues Strumpfband, Make-up-Entferner-Tücher. Und guckt euch mal diese mega geile Verpackung an. Das ist halt so spitze. Und da weiß ich noch nicht, ob ich das an eine Freundin verschenken werde oder ob ich das in eine Verlosung geben werde. Mal gucken. Finde ich auf jeden Fall diese Make-up-Täschchen von Noobs, finde ich einfach total süß. Diese Art von Geschenkverpackung bei Douglas ist für mich neu. Das ist so ein kleiner Karton, wo ganz dezent Douglas hier drauf steht. Und hier oben lässt sich das dann quasi so wie eine Blume öffnen oder so aufdrehen. Und hier haben wir etwas drin, was ich total interessant fand. Ich fand alles irgendwie total interessant, deswegen kaufe ich mir das, ne? Von LA Juice oder La Juice Skin Smoothies. Ist das nicht eine ultra geile Verpackung? Und hier ist drin eine Multifruit Peel-Off-Modelliermaske zum selber mixen. Ja, das wollte ich mal mit euch zusammen austesten. Quasi, weil ich habe ja schon die von Rituals und dann wollte ich auch die hier mal verwenden. Ja, fand ich total witzig. Muss man sich erst irgendwie aus verschiedenen Komponenten anrühren, wahrscheinlich in diesem Behälter. Dann muss man das mischen, also schütteln. Dann macht man sich das auf sein Gesicht drauf. Dann lässt man das 15 bis 20 Minuten drauf und kann es dann als Peel-Off-Maske abziehen. Mega spannend, oder? Fand ich witzig. Und das ist nährend und für perfekte Geschmeidigkeit. Schauen wir mal. Und es ist pink. Und es ist eine ziemlich geile Geschenkverpackung. Das nächste flache. Was da wohl drin ist, man kann es bei Claudi fast nicht vermuten. Muss ich da viel zu sagen? Warum diese Maske mit in den Einkaufskorb musste? Nee, oder? Muss ich nicht. Also die ist, ja, da steht Dekadenz drauf, hydratisiert und vitalisiert mit Schokolade und Acai-Beere oder Acai-Beere. Und ja, ohne Worte, die musste mit. Das nächste Päckchen ist am Start. Oh, ich liebe es, diese Sachen auspacken und. Oh. Und zwar ist das das Set Becca Glow on the Go Shimmering Skin Perfector Opal. Und da hast du den Becca Highlighter in der Farbe Opal drin. Und zwar einmal als gepresster Puder-Highlighter und als flüssiger Highlighter. Hi. Man braucht die Highlighter gar nicht immer in so riesengroß. Ich finde das auch gar nicht so verkehrt, wenn die nur so klein sind. Also da haben wir jetzt drin 2,4 Gramm und hier haben wir 5 Gramm drin. Aber ganz ehrlich, wie lange brauchst du, um einen kompletten Highlighter aufzubrauchen, ne? Es ist ultra süß. Natürlich sind die in, oder ist der Highlighter von Becca in groß, optisch natürlich viel mehr ein Hingucker. Aber mir geht es ja ums Produkt. Meistens und nicht nur um die Verpackung. Und ja, da fand ich den ganz süß und ganz toll. Ich habe jetzt einen Highlighter drauf, aber ich swatch euch den trotzdem mal. Oh, fühlt er sich schön an. Oh. Hallo. Oi. Der gefällt mir. Das wird eine Freude. Vorsichtig zu verwenden wahrscheinlich, aber.
wahnsinnig toll. Und ja, ich habe mich getraut, ne? Ich meine, gut, der war sowieso im Set mit drin, habe mir den dann auch als Liquid nochmal geholt. Also der war ja einfach mit drin, ne? Da denke ich, dass man sowas vielleicht im Sommer ganz gut verwenden kann. Also so sieht der quasi nass aus. Und wenn ich den jetzt, ich glaube, die muss man ja mit den Fingern verblenden, ne? Och, der ist sehr sanft. Das ist schön. Der ist sehr, sehr sanft. Also wässrig und sehr dezent, ne? Also man sieht ihn jetzt auch fast nicht mehr, wo ich ihn verblendet habe. Der wäre nämlich hier. Ne, da siehst du nicht allzu viel davon. Das ist ein ganz dezenter Schimmer. Und das ist meiner Meinung nach extrem was für den Sommer, wenn du nur einen leichten Glow haben willst. Weil im Sommer will ich jetzt nicht so extrem Highlighter haben. Da glänzt man wahrscheinlich durch die Wärme eh direkt mega. Und mega, 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 mega cool. Hätte ich nicht gedacht, dass ich sowas gerne mag, ne? Ich war sonst nie ein Fan von Flüssig-Highlightern, aber der gefällt mir. Das vorletzte Paket. Und auch hier drin haben wir natürlich eine Maske, Face Love. Ich mag die Marke unheimlich gerne und teste davon immer mal wieder Masken. Zum Beispiel in meinem letzten Maskenvideo, das kann ich euch hier oben mal verlinken, habe ich auch einen von Face Love getestet. Und ja gut, das sieht jetzt schon wieder so aus, als wären die Augen und die Mundschlitze wirklich klein. Das finde ich dann blöd, das werde ich mir dann wahrscheinlich etwas mehr aufreißen müssen. Und naja, hier hast du auf jeden Fall eine hydrolysierende Maske, eine Feuchtigkeitsmaske. Und dann hast du einen Pinguin auf deinem Gesicht. Ich bin ganz gespannt. Ja, Claudia als Pinguin, ne? Läuft. Und hier haben wir das letzte Paket. Tja, ich habe diese Maske zum Selbstanrühren tatsächlich zweimal gekauft, weil ich eine von den beiden gerne verlosen werde. Ja, genau. Ich sammle nämlich schon so ein bisschen für die nächste Verlosung, die ich mache. Und ja. Da durfte die auf jeden Fall mit, weil ich die echt interessant fand und mir gedacht habe, so ein DIY, das ist doch auch auf jeden Fall mal was für euch. Ja, ne? Und bevor sie dann irgendwie aus dem Sortiment oder sowas rausgeht, wollte ich sie einfach dann nochmal mitnehmen. So, ihr Lieben, das war jetzt mein kleiner, aber feiner Douglas Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ja. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen für dich. Ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier mal meine ganze Playlist mit den ganzen Hauls, die ich so gemacht habe. Hier unten meinen neuesten Upload und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest und es noch nicht getan hast, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!